So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wir haben ja einen Stargast da, nämlich den Hannes. Guck, oh mein Gott! Aber eigentlich geht es um jemand anderes. Um den Ramses, guck mal, hallo. Deine Kesto ist auch da. Das ist der Kesto, guck. Hey, ich bin der Kesto. Der Kesto ist... Hannes lebt im Schatten. Jo. Kesto ist der Sunny Boy, der sitzt in der Sonne. Und der Kesto, der hat mir schon mal gesagt, dass er eine Idee hat für die Community, für den Kanal, für alles. Und er möchte gerne auch ein Gewinnspiel mal machen. Und das seht ihr jetzt hier. Der hat mir nämlich zwei Sachen mitgebracht. Dieses Gekka-Boar und dieses Pikachu und die möchte er an die Community verlosen. Und jetzt sagst du mir mal mit eigenen Worten, was man da machen muss, um das zu gewinnen. Ganz einfach in die Kommentare Text, welches von beiden ihr gerne hättet mit dem Hashtag Danke Kesto. Falsch. Falsch. So, nochmal. Nochmal. Kommentar mit dem Text. Welches von beiden? Erstmal muss der Trainername rein am ersten Ach so, Punkt. Doch. Das ist ja wichtig, wer das aber ist. Aber wenn überhaupt. Die doch gar nicht spielen. Ist egal, ich will ja mal wissen, ja. Ob man die Leute kennt oder nicht. Da siehst du ja, ob es wirklich, das soll für die Community sein. Du willst wissen, ob es für die Community ist. Du wolltest eigentlich, dass es während des Streams nur bei Leuten. Das, nee. Weißt du, dann kommen falsche Leute rein. Das darf nicht sein. Also was? Nochmal, jetzt nochmal. Okay, neu. Als erstes in die Kommentare euren Trainernamen. Ein kleinen Infotext, welchen von beiden ihr gerne hättet und warum auch nicht, warum ihr den hättet, also warum ihr den gerne hättet, so rum. Und Hashtag Danke Kesto. Junge. Was denn jetzt? Haben wir doch nicht verrückt. Oh. Wir hatten doch also, wenn ich der Kesto wäre, wenn ich der Kesto wäre, ich hätte gesagt, ich bin der Kesto, ihr seid die Zuschauer, ich verlose Ach, diese so, zwei Plüschtiere. Und ganz wichtig, ihr könnt nur für ein Plüschtier mitmachen. Ihr könnt nicht einfach hinschreiben, ich würde gern beide haben oder mir egal welches von beiden, ich würde beide nehmen. Ihr müsst euch in den Kommentaren wirklich für eins entscheiden. Mögt ihr lieber Pikachu, mögt ihr lieber Gekka-Boar? Und deswegen ist der Kommentar ja auch so, ihr schreibt euren Trainernamen in die Kommentare. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, eine Angabe, möchtet ihr Pikachu gewinnen? Oder ist wichtig, das verstehen die Leute nicht, oder möchtet ihr Gekka-Boar gewinnen? Und der dritte Punkt ist der Hashtag und der Hashtag heißt der Test zum Dienstag. Ne? Sag's nochmal. Der Test zum Dienstag. Hashtag. Und wenn ihr nicht wisst, wie man der Test zum Dienstag schreibt, dann guckt auf den Kesto seinen Kanal gefälligst. Es ist seine Verlosung hier. Es geht um Kesto und dass der was an die Community gibt. Wer den Kesto am Montag immer verfolgt, der kennt der Test zum Dienstag. Und genauso schreibt ihr das. Wird ein bisschen kompliziert, weil bei 10 Videos schreibt das 5-mal anders und da muss man ihn darauf hinweisen, was hast du denn da wieder gemacht. Aber eigentlich ist es ganz einfach, der Test zum Dienstag. Und denkt dran, ihr könnt nur eins von beiden gewinnen. Wenn alle schreiben Pikachu und wir losen und Pikachu ist weg, dann gibt es nur noch den. Und jeder, der dann Pikachu gezogen wird, kriegt ja nichts, weil das weg ist. Also wird so lange gezogen, bis auch einer Gekka-Boar gesagt hat. Bedenkt das bitte, wenn ihr mitmacht beim Gewinnspiel. Das kommt am Dienstag hoch und Auflösung ist wann? Nächste Woche Montag. Montag? Bei was? Chill mit Ramses. Das geht wann 8 los? 8 Uhr. 8 Uhr früh ist oder 20. was? 20 Uhr. Und wann ist die Auslosung? Um 9. 19, 21 Uhr. 20 Uhr montags immer Chill mit Ramses und 21 Uhr werden die Gewinnspiele aufgelöst im Stream live und ihr müsst anwesend sein. Schatz, du darfst nicht mitmachen. Mach ruhig mit, wenn du gewinnst, verlos mal's neu. Oder hör auf ihn, sein Gewinnspiel. Ich hab nichts zu sagen. Der Test zum Dienstag. Hannes, möchtest du noch was sagen zum Abschluss? Ich würde auch nicht sagen. Der Hannes sitzt am Strand. Gut. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out fort. Euer Ramses und euer Kesto. Denn ihr seid die Zuschauer. Ihr seid die Zuschauer. Peace.